Hallihallöchen und willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Mists of Pandaria Mönch. Wir haben letztes Mal die Quests abgegeben mit den Talisman, waren es, glaube ich, ja. Jetzt müssen wir noch zwei von diesen sexy Dingern da töten. Wer ist denn schon? Dornzweigstrolche. Zwei müssen wir noch erledigen. Hier hinten habe ich einen gesehen. Der Kollege ist leider alleine hier hinten. Aber dann wird auch niemand merken, dass er weggeht. Und da ist Isa Wolkensänger. Ein Ballon. Und das heißt, das Let's Play neigt sich dem Ende zu. Wenn ich so den Ballon sehe, der wird uns bestimmt noch Sturmwind bringen. Ich weiß es nicht. Ich habe ja das Startgebiet der Pandaren noch nie gezockt. Aber ich vermute es schwer, dass nach dieser Quest Mists of Pandaria zu Ende ist. Beziehungsweise dieses Let's Play Mists of Pandaria ist ja nicht zu Ende, das existiert ja dann immer noch. So, jetzt gehen wir mal zum Meister Shanxi zurück. Geben die Quest ab und vielleicht gibt's noch eine. Ja, hört Meister Shanxi zu, das gibt einen Gürtel. Gut. Gut, dann. 1000 Jahre lang haben wir das Wissen unseres Volkes weitergegeben. Von Ältestem zu Jüngling, von Meister zu Schüler. Für jeden Ältesten kommt der Tag, an dem er seinen Stab zu denen seiner Vorfahren setzen muss. Heute ist der Tag, an dem mein Stab seine Heimat in diesem Wald. Unser Volk hat sein gesamtes Leben auf dieser großen Schildkröte, Shenzhen Tzu, verbracht. Doch seit Jahrhunderten hat niemand mit ihm gesprochen. Jetzt ist Shenzhen Tzu krank und wir sind alle in Gefahr. Mit der Hilfe der Elemente werdet ihr das Schweigen brechen. Ihr werdet mit ihm sprechen. Aisa und Chi haben die Geister hierher gebracht. Ihr müsst mit ihnen gehen, mit dem erhabenen Shenzhen zusprechen und tun, was notwendig ist, um unser Volk zu retten. Ihr habt es weit gebracht und ich sehe, dass ihr für das Heldentum geboren wurdet. Ich überlasse euch das Schicksal dieses Landes. Und da geht er hin, der liebe Meister Shanxi. Ich denke mal, das war's, weil wir müssen jetzt mit der lieben Aisa sprechen. Ja, das ist nix. Da wartet sie schon mit dem Ballon. Könnte ein sehr kurzer Part werden. Wir sind ja erst 3 Minuten am Aufnehmen. Steigt in den Heißluftballon ein und sprecht mit Shenzhen Tzu. Zuerst will ich meinen Gürtel anlegen, Freunde. So. Gut, dann gehen wir mal. Pennt der schon wieder? Mein Gott, das ist ein schönes Leben. Der pennt schon wieder. Ja gut, dann gehen wir rein da. Der Geist der Lüfte fehlt aber. Irgendwie. Wo ist Meister Shang? Chi, Sie waren im Stabwald. Ihr wisst, wo Meister Shang jetzt ist. Ach, lasst mich doch hoffen. Ich werde den alten Mann vermissen. Und die Geister? Ich habe die extra geholt. Die lassen wir jetzt nicht einfach da. Da ist der Feuergeist. Ihr verletzt mich, Aisa. Das werde ich, falls ihr uns blamiert. Das ist ja wirklich eine Schildkröte. Meine Güte. Wow. Wir sind die Nachfahren Yulangs. Wir haben euren Schmerz gespürt und wollen helfen. Woran leidet ihr, Shenzhen Tzu? Was können wir tun?
Ah da, ich leide Schmerzen, aber es wärmt mein Herz, dass Liu Langs eng... Ich kann ihn nicht entfernen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich kann kaum mehr gerade schwimmen. Bitte, Enkel, könnt ihr diesen Stachel entfernen? Ich vermag es nicht selbst zu tun. Natürlich, Shenzhenzhou. Aber der Panzer ist groß. Ich weiß nicht, wo dieser Stachel steckt. Er steckt in dem Wald, in dem euresgleichen nicht wandert. Folgt den Bergen und ihr werdet ihn finden. Ich danke euch, Enkel. Ein Stachel? Meine Pinzette liegt leider zu Hause. Halt die Klappe. Wie kann etwas so Kleines etwas so Großem Schmerzen bereiten? Wir werden es schon bald wissen. Gut, dann ist es... Let's Play doch nicht zu Ende. Wir müssen doch der kleinen Schildkröte helfen. Alles klar. Gut. Seht ihr, was ich sehe? Ist das ein Schiff? Es ist ein Schiff. Ein ganzes Luftschiff. Der Stachel ist größer, als ich erwartet habe. Und das sind garantiert keine Pandaren. Sie haben kein Fell. Ja, gut. Gut. Abstützstelle der Himmelssucher. Ist es Allianz oder Horde? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, jetzt gibt's zuerst mal ein Level Up. Also natürlich erst, wenn wir die Quest beendet haben. So. Roll du mal schön nach oben. Kleiner dicker Panda. Ich mach den Sound wieder ein bisschen leiser beim Headset. So. Sprecht mit dem ältesten Shaopai im Tempel der fünf Sonnenaufgänge. Ja, da oben wartet er schon. Gut. Habe ich mich getäuscht? Das Let's Play ist doch noch nicht zu Ende. Welche Weisheit sucht ihr? Euch ist es eine große Ehre zuteil geworden, Mönch. Welche Weisheiten könnt ihr uns überbringen? Die, dass ich Stufe 10 erreicht habe. Yeah, Buddy. Öffnet das Tor zum Pei-Wu-Wald. So. Einen Moment. Wir haben jetzt Stufe 10. Das heißt, der Talentbaum gehört jetzt uns. Und, oh mein Gott. Ein Mönch kann ein Tank, ein Heiler oder ein Damage-Dealer sein. Das ist erstaunlich, dass das funktioniert. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich Heiler sein will, ein Tank oder ein Damage Dealer. Ich entscheide mich für den Tank, da ich sehr viel Instanzen machen werde, natürlich dann nicht im Let's Play. Und so findet man am schnellsten eine Instanz. So, das erlernen wir mal. Ja, ich bin mir sicher. So, ich bin jetzt ein Braumeister. Ich hätte natürlich auch Nebelwirker oder Windläufer sein können, aber erst ab Stufe 30 kann ich das, glaube ich, ändern. Und wir haben jetzt neue Fähigkeiten. Können wir gleich hier mal schauen. Gut. Benötigt Ochsenstil. Aha. Der verringert den erlittenen Schaden um 25%, erhöht die Energieregeneration um 10%, verringert die Chance, kritisch getroffen zu werden um 6%, erhöht die Ausdauer um 20% und ermöglicht es, eintreffenden Schaden zu staffeln. Das ist der Stil des Braumeisters, sprich des Tanks. Dann kann ich auch gleich das hier rausziehen. Schleudert ein Fass eures besten Gebräus, das Bewegungstempo aller Gegner innerhalb von 8 Metern
15 Sekunden lang um 50% verringert. Verursacht ein hohes Maß an Bedrohung. Gut, das ist zum Antanken. Ah, das habe ich schon. Gut, wieder rausziehen. Was ist noch? Der Blackout-Tritt, den möchte ich natürlich behalten. Den Hieb auch. Den lassen wir mal auf der 1. Ne, auf die 2. Habe ich die Tigerklaue noch? Ja. So, wir haben noch andere passive Fähigkeiten. Die Rache. Jedes Mal, wenn ihr Schaden erleidet, erhaltet ihr 20 Sekunden lang Angriffskraft in Höhe von 2% des unmitigierten Schadens. Das zweite ist die Beidhändigkeit. Ermöglicht euch die Verwendung von Einhandwaffen in der Schildhand. Sehr schön. Sehr schön. Aber ich glaube, ich habe was Falsches gemacht. Ich möchte eigentlich ein Damage-Dealer sein. Wenn ich mir dazu recht überlebe. Ich habe einen Tank, das ist mein Todesritter, obwohl er eigentlich nur Second Spec ein Tank ist. Aber, ja, das reicht mir eigentlich. Öffnet das Tor von Mandori. Gut. Ja, da muss ich halt irgendwann mal zu einem Lehrer meiner Klasse gehen. Dann geht das schon. Da kann man das sicher ändern, sonst muss ich halt bis Stufe 30 mit dem Tank Vorlieb nehmen. Hier haben wir noch einen Pandarenkrieger. Hallo. Ich sehe besser aus als du. Ja, let's go. Oh, Jojo Eisenstein ist auch hier. Ich bin schneller. Komm schon. Okay, oh, noch ein Tor. Okay. Komm schon, noch eine Rolle, noch eine Rolle. New. Das Tor zum Peiwu-Wald. Na dann mach's kaputt. Komm. Du hast eine Jadestatue, mach dein Ding kaputt. Ja, geht doch. Gut gemacht, Jojo. So, sprech mit Wei Bleichwut bei den bei der einsamen Hütte im Peiwu-Wald. Hier wohnt sogar noch einer. Alles klar. Ein Taure. Ein Taure. Die Horde ist hier. Die Horde ist hier. Das Böse erhebt sich aus dem Meer und erfüllt den Wald. Es sind nicht mehr nur die Tiger, von denen man sich in Acht nehmen muss. Etwas deutlich... Warte mal. Was machen die hier? Ich bin kein Hordler, hallo? Tötet 9 Peiwu-Tiger und was hast du für mich? Sammelt 10 abgebrochene Bambusrohre. Wenn wir eurer Mannschaft helfen, werdet ihr uns helfen. Ja, klasse. Mama, will ich mit der Horde hier? Ich hasse die Horde. Ich war zwar mal einer, aber jetzt nicht mehr. Aber ich will den gar nicht finden, aber ich muss wohl. So ein Scheißdreck, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, kleiner Tiger. Okay, ein Hieb macht nur noch... oder... Ja, man bekommt nur noch ein Chi für einen Hieb. Das ist blöd. Nicht genug Energie. Das ist sehr blöd. Gut. Was habe ich denn hier für einen Handschuh? 19 Rüstung und der hier? 25, gut. Ja, wir haben jetzt mal einen Tiger getötet. Und das war's dann wohl für heute. Doch nicht das Ende. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch so eine Wende gibt hier, aber es ist eine coole Sache. Und